Hallo und herzlich willkommen zu Prey. Ich würde sagen, wir legen direkt mal mit einem neuen Spiel los. Option habe ich eben schon alles gecheckt, Einstellung gemacht. Also sind wir direkt bereit loszulegen. Ich würde sagen, wir fangen mal auf normal an. Leicht wird wahrscheinlich zu leicht sein. Und normal, kennen wir ja aus anderen Spielen, ist so das Mittelding. Das werden wir machen. Wir werden mal uns den männlichen Charakter wählen. Und dann schauen wir mal, was uns erwartet. Du erwachst in deinem Apartment im Jahr 2032. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns da im Jahre 2032 erwartet. Er muss noch eben fertig laden. Dann gucken wir mal. Na, hat er es langsam mal? Ah, er macht noch weiter. Der Balken geht langsam vorwärts. Und da ist er dann auch soweit. Sehr gut. Das wird wahrscheinlich das Ladesymbol noch sein. Dann noch die letzten Sachen vom ersten Level hier lädt. Nehme ich jedenfalls mal an. Ich wüsste nicht, was es sonst sein soll. Und beliebige Taste drücken, das kriegen wir hin. Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der 15. März 2032. Am Montag, der 15. März, alles klar. Das ist also unser Apartment. Oh, die Aussicht sieht da nicht schlecht aus. Was ist das? Okay, da bekommen wir erstmal unseren Vorbestellerbonus. Ein spezieller Behälter in Morgens Büro. Okay, mal gucken, wer sein wird. Und noch ein Anruf. Wach auf, du verschwendest kostbare Zeit. Ich habe den Helikopter geschickt, um dich abzuholen. Es geht nur um ein paar Tests. Vergiss deinen Anzug nicht. Bis später. Oh, okay. Eins noch. Es ist toll, dass du jetzt mit an Bord bist. Wir werden große Dinge bewegen morgen, wie in alten Zeiten. So, also unser Anzug steht da schon. Hier gibt's Sachen. Ich würde mal sagen, nehmen wir einfach mal alles mit, was wir mitnehmen können. Okay, hier sind ein paar Bücher. Die würde ich sagen, werden wir uns auch so weit wie möglich angucken. Einmal die Mails checken. Gratuliere und willkommen. Alles klar, Lieferung. Ein Paket mit unserer Uniform und so. Die haben wir ja gerade schon gesehen. Und bereit sind wir. Alles klar, mehr ist hier noch nicht. Bücher, wie gesagt, werde ich einmal kurz drauf gucken. Weil wer weiß, ob uns das für später irgendwas bringt. Hier haben wir scheinbar alles durchgeguckt. Oh, hier sind noch mehr Sachen in den Schubladen. Was ist das? Anleitung zur Installation von Neuromods. Okay. Okay, da bin ich ja gespannt, was uns noch alles erwartet. Was ist denn hier im Schrank noch versteckt? Ein paar Bilder. Aber sonst nichts mehr. Sonst ist hier auch kein Schrank, oder? Ah doch, hier ist noch... Ah ne, damit machen wir nur zu. Hier ist sonst keine Tür. Auf die andere Seite nochmal gucken. Da ist aber alles leer. Anzug würde ich sagen, nehmen wir mal ganz zum Schluss. Okay. Sagt Bücher lieber alle einmal angucken. Wer weiß, ob da irgendwelche Informationen abgespeichert werden, die wir für einen späteren Zeitpunkt nochmal brauchen. Daher lieber einmal mehr gucken, was da drin ist. Man weiß ja nie. Manchmal ist ja auch bei solchen Spielen, dass da dann irgendwie schon ein Code oder so versteckt wird. Hier noch was für uns. Der Schrank ist leer. Da ist auch nichts weiter. Das sieht alles soweit aus. Und hier noch ein kleinen Schnaps, den nehmen wir mit. Nur Notiz. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist wirklich nur eine kleine Notiz. Herzen meines Vox. Da haben wir hier noch irgendwas. Da ist nichts weiter. Schrank ist leer. Nehmen wir mal mit. Stimmt nochmal gebrauchen. Oh, hier gibt es auch noch. Nehmen wir auch mit. Da ist nichts weiter. Buch. Dann richtig kocht. Oh, da ist noch was. Dann haben wir aber alles. Sonnengetrocknete Tomaten. Und unser Anzug. Der erste Tag. Zieh deine Brandstar-Uniform an. Haben wir gemacht. Und dann geht's jetzt aufs Dach zu dem Helikopter. Guten Morgen, Mr. Yu. Auf dem Dach wartet ein Helikopter. Der ist bestimmt für Sie. Wunderbar, also ab zum Helikopter aufs Dach erstmal. Und da sind wir. Tür öffnen. Ab in den Helikopter. Steige in dem Helikopter aufs Dach. Auch abgeschlossen. Ja, anschnallen sollte er sich lieber mal. Hat er das gemacht? Nö, hat er nicht gemacht. Okay. Oh, guck mal, hier nochmal wieder gut ins Spiel integriert. Da sogar Schatten. Oder sind das Direktvögel? Nee, das sind Direktvögel. Ich dachte als erstes, das wäre eben der Schatten von Vögeln. Aber nee, sind welche. Bäume auf den Dächern. Ah, die haben hier schon wirklich auf Details geachtet. Auch wirklich in weiter Ferne, wenn man sich das mal so anguckt, dass da noch Schiffe fahren, so ein Segelboot. Schöner Blick auf die Bucht. Und hier nochmal Effekt auf die Brücke, dass das integriert worden ist. Das ist schon echt nicht schlecht. Ein bisschen Werbung an der Fassade von den Häusern. Ob wir noch irgendwas entdecken? Da ist noch mehr Werbung. Kann ich jetzt so nichts dran erkennen, ob das für irgendwas anderes noch sein soll? Und da ist nochmal der Spieltitel Prey. Die auf dem Gebäude platziert, als wenn das Gebäude so heißen würde. Vielleicht heißt es ja sogar so. Wer weiß es. So, da sind wir auf dem Dach. Und dann schauen wir mal, was uns hier doch so erwarten wird. Wir sollen ja ins Testzentrum. Also werden wir da auch mal hingehen. Da ist schon die Tür offen. Hallo, Dr. Yu. Wissenschaftsoperator. 495 Wissenschaftsoperator. Wir sind alle gespannt, wozu Sie fähig sind, Dr. Yu. Zumindest ich. Unsere Forschung fordert oft lange und immense Konzentration. Ich gebe Ihnen nach dem Test ein psychoaktives Aufputschmittel, wenn nötig. Transfer hat über ein Dutzend hochmoderne Anlagen auf dem Planeten. Mehr, wenn man die des ganzen Erde-Mond-Systems zählt. Bald werden Sie sich auf einem Shuttle zur Talos 1 befinden. Meine Instrumente sind für Echtzeitanalysen mit hohen Datenmengen kalibriert. Keine Sorge, ich verpasse nichts. Ihr Bruder wartet sicher schon auf Sie. Alle unsere Labore erfüllen die Mindestsicherheitsanforderungen. Seltsam. Das ist noch nie passiert. Ich muss eine Wartung beantragen. Entschuldigen Sie, Dr. Yu. Der Aufzug wird Sie direkt in den Testbereich bringen. Das Viech noch irgendwas zu sagen? Nee, jetzt ist wirklich... Willkommen. Wobei... Sie haben einen 9 Uhr Termin in der Testanlage. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zur Testanlage. Das bestätigen wir doch gerne. Also einmal runter und zum Testgelände. Ich weiß noch nicht genau, was die überhaupt mit uns vorhaben, warum wir hier getestet werden. Endlich. Hey, diese Transtar-Uniform steht dir richtig gut. Wie ist dein Auge? Hat er ein paar Falten hier im Gesicht, ne? Ich weiß, die Tests scheinen etwas ungewöhnlich, aber das ist typisch für die Yus. Normen zu brechen liegt uns im Blut. Wenn die Tests beginnen, verhalte dich einfach ganz natürlich. Mach dir keinen Kopf. Was sollen wir auch sonst machen? Der Bellamy wird dich durch den Vorgang führen. Du wirst gut versorgt. Wir sind nächste Woche im Orbit.
Versprochen. Mr. Yu, Ihr Bruder wird in Raum A erwartet. Gut. Hör zu. Sei ich wollte schon gerade losgehen. Wir sehen uns danach. Jetzt aber. Gibt noch wieder was? Gucken wir einmal rein. Und dann ist das der erste Test hier. Guten Morgen, Morgan. Ich bin Dr. Bellamy. Wir müssen heute ein paar Tests machen. Wahrscheinlich nicht das, was Sie gewohnt sind, denke ich. Glauben Sie mir, Sie werden das schon schaffen. Bereit? Schauen wir mal, was uns da erwartet. Fangen wir an. Für den ersten Test entfernen Sie die Kisten aus dem roten Kreis so schnell Sie können. Folgen Sie Ihrem Gefühl. Sollte ja wohl kein Problem sein. Wunderbar. Oh, roter Knopf, starte, ich will loslegen. Wunderbar. Das ist... Sie machen das großartig. Gehen wir jetzt rüber in Raum B. Das war ja jetzt nicht allzu schwierig. Stuhl. Okay, Morgan. Hören Sie. Verstecken Sie sich so gut es geht im Raum. Denken Sie nach. Nicht hetzen. Ganz ruhig. Guck mal, er dreht sogar den Kopf mit. Also wo wir stehen, er guckt uns direkt an. Ja, viele Versteckmöglichkeiten haben wir hier ja nicht. Sehen Sie. Er versteckt sich hinter dem Stuhl. Ja, ich. Ah, nicht mehr wirklich, wir haben ihn umgeschmissen. Synaptische Aktivitäten? Keine. Nein. In Ordnung. Tut mir leid, wir machen weiter morgen. Gehen Sie in Raum C. War jetzt auch irgendwie nicht so der Knaller. Ich weiß nicht, was Sie mit uns vorhaben. Kommt, öffne den Raum. Da sind wir. Also gut. Hier irgendwas, sonst nichts. Für diesen Test drücken Sie bitte den blauen Knopf auf der entgegengelegenen Seite des Raumes so schnell und so intuitiv wie möglich. Ja, rüberklettern wird wohl nicht so schwierig sein. Zum Starten den roten Knopf drücken. Tut mir leid, kann mir jemand erklären, was hier los ist? Simmons? Ich habe das installiert, was Tina gebracht hat. Und alles war okay? Lautsprecher ist noch an. Tut mir leid, Morgan. Wir haben Probleme mit der Ausrüstung. Ey, was sollte denn sonst hier passieren? Sie sind großartig. Ein letzter Raum. Gehen Sie in D. Ja, als Rüberspringen war da ja gar nicht möglich. Was hätte man sonst noch machen sollen? Öffne dich. Was gibt hier? Warten. Kann mir jemand einen Kaffee bringen? Erstmal hinsetzen. Das wäre großartig. Danke. Okay, Morgan. Setzen Sie sich an den Tisch, bitte. Gute Arbeit. Sehen Sie auf den Bildschirm vor sich. Ich werde Ihnen einige Fragen zeigen. Wählen Sie die Antwort, die am meisten Sinn ergibt. Drücken Sie Start, wenn Sie bereit sind. Bereit. Planen Ihren Urlaub, besuchen Sie einen vertrauten Ort, den Sie lieben, oder probieren Sie etwas Neues aus. Sobald Sie bereit Wir wollen sind, was morgen. Neues ausprobieren. Gut, Sie haben den Dreh raus. Weiter so. Wurden für Ihre Taten zum Tode verurteilt. Was fühlen Sie? Ich habe Angst, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin wütend, niemand hat das Recht dazu. Ich bin ruhig, das war es wert. Ah, komm. Nehmen wir mal B. Nicht einfach. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu, die an das Gleis gefesselt sind. Sie können den Zug das Gleis wechseln lassen, doch an das andere Gleis ist ebenfalls ein Mensch gefesselt. Ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, 5 Leute retten oder ein. Also, dann würde ich mal sagen, lieber 5 retten, auch wenn es sich hart anhört. Ein führerloser Zug fährt auf 5 Menschen zu. Sie stehen auf dem Bahnsteig neben einem extrem dickleibigen Mann. Wenn sie ihn aufs Gleis stoßen, kommt der Zug rechtzeitig zum Stehen. Ja, das wäre ja irgendwie... Weiß ich nicht. Kann man dann ja auch schlecht machen.
Okay, gefesselt sind. Sie können den Zug stoppen, indem sie aufs Gleis springen, doch das würde ihren Tod bedeuten. Ja, wir können wieder den Mann nichts tun oder aufs Gleis springen. Ich würde sagen, wir Wow. opfern uns selber. Ich bin Keine Ahnung, beeindruckt. ob das Sehr irgendwelche gut. Sehr gut. Vor- oder Nachteile hat, was wir Großartig. hier auswählen. Im nächsten Teil zeige ich Ihnen ein Bild. Sehen Sie es sich ganz genau an. Okay, was Gleich passierte will ich da Sie gerade? fragen, was Sie. Ist das mein Kaffee? Er ist leer. Ich dachte es ja. Mein Gott, alles in Okay. Ordnung. Sicherheit! Was passiert da gerade? Was war das? Vor allen Dingen, Jetzt. was passiert jetzt? Simmons, was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch, sediert. Alles klar, bin unterwegs. Okay. Unsitiert. Und was kommt jetzt? Guten Morgen, Morgan. Heute ist Montag, der Hä? 15. März Und wieder Montag? 2032. Wollen Sie uns verheimlichen, dass da was schief lief? Wachen jetzt wieder in unserem Apartment auf. Und irgendwie wieder alles vorher aus. Gleichen Abläufe. Diesmal nur keine Anrufe. Aber ansonsten liegt auch alles wieder da, wo es vorher war. Schon ein bisschen merkwürdig. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, bis hierhin hat es euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar oder auch ein Like da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin erstmal. Tschüss.